Ja, ich begrüße hier ganz herzlich Frau Sabine Bamberger-Stehmann, die Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung, die hier auf der Konferenz gerade auf dem Podium über Kommunismuserinnerung als Thema in der politischen Bildung gesprochen hat. Frau Bamberger-Stehmann, als Leiterin einer vermutlich eher im Vergleich zu anderen Bundesländern kleinen Bundeszentrale und einer westdeutschen Bundeszentrale, wie verhält man sich zu dem Thema, wenn es gar nicht so viele enge Berührungspunkte zur Kommunismusgeschichte vor Ort tatsächlich gibt? Man verhält sich in der Weise, dass man sagt, dass diese Frage der kommunistischen Diktatur in Deutschland und der kommunistischen Diktaturen in Europa und auch der kommunistischen Bewegungen in verschiedenen europäischen Ländern Teil der Erarbeitung von Demokratieerfahrung, vom Abwehr von Demokratieerfahrung, von der Konkurrenz von Demokratie und Diktatur sind, sodass man diese Themen selbstverständlich einbindet in die politische Bildungsarbeit, natürlich ganz anders als das in Ländern gemacht werden würde, in Bundesländern gemacht werden würde, die eine direkte Erfahrung haben, sprich in den ostdeutschen Bundesländern. Das heißt, wir müssen verzichten auf das Thema der Nachbarschaft. Wir haben nicht das, was wir an Erlebnisgeneration in der Regel ansonsten vorliegen hätten. Wir haben Menschen, die über DDR, über Kommunismus in der Regel gehört haben, gelernt haben in der Schule, die vielleicht in einigen Fällen einen familiären Kurs darüber betrieben haben und einen familiären Austausch, der aber sehr partiell nur ist. Und ansonsten durchaus eher das Gefühl, wir sind ja nicht betroffen. Es war ja nicht unsere Geschichte. Das heißt, wir haben eher so diesen Bildungsaspekt als den Erfahrungsaspekt im Vordergrund. Macht es dann die Arbeit vielleicht auch ein klein wenig einfacher, wenn man sozusagen auch nicht so sehr mit der Verklärung, die manchmal anzutreffen ist, konfrontiert ist? Mir wäre Verklärung fast lieber, weil Verklärung würde Diskurs geradezu herausfordern. In diesem Falle sind wir ja in der Situation, dass wir erstmal die Hürde überwinden müssen, das geht uns alles gar nichts an. Das war drüben, das war irgendwo in Europa, noch dazu in einem Teil Europas, in den man nicht gereist ist. Das heißt, das ist unglaublich weit weg, betrifft es mich überhaupt? Und ich muss erstmal diese Hürde überwinden, bevor ich dann in den Austausch und in möglicherweise unterschiedliche Positionierungen kommen kann. Sie hatten jetzt in der Diskussion über Jubiläumshuberei gesprochen, aber trotzdem auch gleichzeitig darauf hingewiesen, dass das natürlich gut ist für die Arbeit, dass man mit solchen Jubiläen auch gut arbeiten kann. Was sind konkrete Projekte mit Bezug auf das Jubiläum der Oktoberrevolution und den Kommunismus im 20. Jahrhundert, die Sie bei Ihnen im Repertoire gerade haben? Jubiläumshuerei wird es, um den Begriff zu erklären, für mich immer dann, wenn man als Landeszentrale die Arbeit ausschließlich auf solche Dinge ausrichtet, was man mit einer kleinen Landeszentrale mit wenigen Mitarbeitern und wenig Budget durchaus könnte. Wenn man das nicht will, dann macht man es so wie wir, dass man versucht, ein relativ breites Angebot aus Ankäufen von Publikationen und Medien, unter anderem der Bundeszentrale, zu schneidern, dann Vortragsreihen zum Thema Oktoberrevolution und Februarrevolution, Unterstützung und Begleitung von Slams und Blogs und so weiter im Rahmen einer großen Marx-Ausstellung, die es in Hamburg geben wird, und die Begleitung der beiden Städtepartnerschaftsjubiläen in Hamburg, St. Petersburg, also Leningrad von 1957, was sich wunderbar eignet, um Ost-West-Konflikt und diese Art von Diskursen und Erfahrungen zu thematisieren, und Hamburg-Dresden vor 30 Jahren, womit wir natürlich ganz tief in der Frage der Positionierung gegen Rechts und für Demokratie sind. Letzte kurze Frage. In diesen unterschiedlichen Vorhaben ein Thema, was gerade auf dem Podium stark diskutiert wurde: Wie gehen Sie mit unterschiedlichen Zielgruppen um? Ich glaube, dass wir natürlich, soweit es irgendwie geht, zielgruppenpräzise arbeiten müssen. Wenn wir aber Projekte oder Maßnahmen entdecken, mit denen wir mehrere Zielgruppen erreichen können, dann ist das eine wunderbare Möglichkeit. Wenn ich also Lehrerinnen und Lehrer sehe, die mit ihren Schülerinnen und Schülern kommen, finde ich das wunderbar, auch wenn die natürlich dann nicht aus freiem Antrieb bei mir sitzen werden oder bei einem unserer Träger, die wir fördern. Aber wenn ich zum Beispiel im Miniatur Wunderland stehe und die Menschen sehe, die sich das Projekt der Dioramen angucken, der zur deutschen Teilung, dann habe ich da 200.000 Leute im Jahr, die darüber in einen Diskurs, manchmal in einen heftigen Austausch zwischen Alt und Jung, den Generationen und zwischen Deutschen und ihren ausländischen Gästen kommen. Dann finde ich das wunderbar. Dann kann ich natürlich auch ganz gut sagen, da überschneide ich alle Zielgruppen, da hole ich Menschen womöglich einfach in ihrer Freizeit, in ihrem Tourismus ab, und gut ist. Wunderbar, vielen Dank.